Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genauso, der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Kai Havertz. Ballbesitz Müller. Brandt. Klasse Aktion. Die DFB-Elf greift hier an. Sami Khedira. Könnte die Führung werden. Tor für die DFB-Elf. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Jetzt Deutschland vorne, sieht gut aus. Iličić. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Klostermann. Da kommt der Pass auf außen. Khedira am Ball. Das ist Brandt. Marco Reus. Khedira. Da erobert er den Ball. Kampel. Kurtic. Die deutsche Mannschaft mit dem Einwurf. Ginter. Brandt ist das jetzt? Nur Müller. Kai Havertz. Jetzt Khedira. Brandt. Brandt mit der Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich mitnehmen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Eins heißt es also jetzt. Und nun Khedira. Der Pass auf Kai Havertz. Was machen Sie draus? Guter Steilpass.
Und er behält hier die Übersicht und macht das Tor. Tabuschi, das nimmt er natürlich gerne an, da lässt er sich nicht zweimal bitten. Nee, alles offen, also so leicht hat man es nicht oft. Ein schönes Tor, aber auch ein einfaches Tor. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. ...4-1 jetzt also. Der Pass kommt nicht an, Ball im Aus, Einwurf. Klostermann. Am Ball Boateng. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Und jetzt der Ball im Aus. Da stand er zu sehr unter Druck. Boateng am Ball. Ballbesitz bei Boateng. Klostermann. Kai Havertz. Und jetzt Khedira. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ginter. Emre Can. Klostermann. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele, immer wieder, sehr souverän. Brandt. Den Ball spielt er raus. Jetzt Müller. Emre Can. Und das ist der Ballverlust. Jerome Boateng. Brandt ist das jetzt. Schöner Pass. Guter Einsatz hier auf Außen. Verbic am Ball. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gefährliche Szene, sie suchen Havertz. Gefährliche Szene. Sah durchaus nicht ungefährlich aus, gut geklärt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt kommt der Wechsel. Nun Khedira. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Boah, das wäre es natürlich gewesen. Wenn der Schuss aus dieser Distanz reingeht. Ah, da hätte er eigentlich einen Treffer verdient gehabt. Aljastruna. Iličić und Ballverlust.
So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Sie suchen Brand. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Frühe Stören jetzt. Der Ballverlust. Guter Einsatz. Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Brandt. Klasse Pass. Iličić. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Sie geben den Ball ab. Kai Havertz. Brandt ist das jetzt. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Emre Can. Emre Can! Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Neuer mit dem Ball jetzt. Klostermann. Pass auf die Außenbahn. Der Torwart ganz sicher. Aber da muss er mehr draus machen. Das ist eine verschenkte Chance. Boateng jetzt. Halstenberg. Brandt ist das jetzt. Emre Can. Jetzt Khedira. Fängt diesen Ball ab. Jetzt die deutsche Mannschaft. Da geht er gut in den Zweikampf. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Jetzt haben sie den Ball wieder. Und Marco Reus. Emre Can. Und jetzt Khedira. Brandt. Gut gesehen von Brandt. Da ist er jetzt durch. Da kommt er raus und nimmt dem Angreifer den Ball ab. Sehr guter Einsatz, genau richtig getimt. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Er passt ihn auf den Flügel. Emre Can. Guter Pass jetzt. Reus, das ist die Chance. Weiter gefährlich. Klasse Einsatz. Thomas Müller. Julian Brandt. Emre Can. Sami Khedira. Müller. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Mal ist der Pfosten dein Gegner, mal ist der Pfosten dein Freund. Hier hat er geholfen. Vom Pfosten springt der Ball hinter die Linie.
Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. So, jetzt zeichnet sich doch deutlich ab, welche hier die bessere Mannschaft ist. Stimmt absolut, Wolf. Auf dem Papier waren sie ja der Favorit, aber sie konnten das, und das ist wichtig, auch auf dem Platz umsetzen. Boateng am Ball. Klostermann. Da kommt der Pass auf außen. Müller am Ball. Nee, jetzt ist der Ball doch weg. Sie verlieren den Ball. Jetzt Boateng. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Emre Can. Jetzt Marco Reus. Das ist Reus. Reus! Oblak ohne Probleme. Iličić. Ja, mit viel Übersicht. Ah, sie verlieren den Ball. Reus. Das ist Brandt. Und jetzt Müller. Heute klappt das Passspiel bei Ihnen richtig gut. Ja, das ist Ballsicherheit. Einfach Ballsicherheit. Halstenberg. Ginter. Da ist Reus. Emre Can. Kedira am Ball. Thomas Müller. Da ist er zu früh losgelaufen. War nicht zu übersehen. Abseits. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Ja, mit viel Übersicht. Und jetzt die Chance. Sie machen das Tor. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Hier nochmal dieser Treffer. Sechs-eins, das ist schon eine richtige Abreibung. Ballverlust. Ja, das ist ein guter Pass. Brandt. Thomas Müller. Oblak ohne Probleme. Birsa. Mia Mevlia. Der Ballverlust. Klostermann. Das gibt Einwurf. Aljastruna. Anspiel kommt gut.
So, was machen Sie draus? Ginter, da war er zur Stelle. Halstenberg. Da ist Reus. Schönes Zuspiel. Den spielt er gut. Die Chance. Drin ist der Ball. Alles offen. Also so einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und da sehen wir es eiskalt, nervenstark, umkurvt er den Torhüter. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Kampel. Halstenberg. Emre Can. Klostermann. So, das ist souverän, absolut. Für uns als Zuschauer vielleicht nicht unbedingt das, was wir uns wünschen, aber bei ihrer enormen Ballsicherheit überrascht es natürlich nicht. Macht er ihn! Keine große Mühe für Oblak. Macht das da gut. Kampe. Ballbesitz Iličić. Benjamin Verbic. Der ist heute wirklich gut drauf. Ein echter Fels in der Verteidigung. Und Müller. Klostermann. Der Pass zurück zum Keeper. Ginter. Ballbesitz bei Boateng. Halstenberg. Brandt. Emre Can. Müller, klasse! Julian Brandt. Keine große Mühe für Oblak. Kampel. Kampel hat ihn. Brandt holt sich diesen Pass. Ginter. Ballbesitz bei Boateng. Halstenberg. Marco Reus jetzt über die Außenbahn. Boateng am Ball. Klostermann. Das ist Havertz. Khedira am Ball. Emre Can. Halstenberg. Brandt. So, immer weiter läuft der Ball, immer weiter suchen sie die Lücke. Ginter. Da ist Müller. Brandt. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Fünf Minuten gibt's hier drauf. Das ist reichlich und klar. Den Fans passt das nicht. Sie wollen den Abpfiff. Die Fans wollen hier keine Nachspielzeit. Die wollen den Abpfiff. Das könnte was werden jetzt. Das macht er super. Zum wiederholten Male ein klasse Tackling. Klasse Pass. Havertz hat nach wie vor den Ball. Oh, das ist stark, ne? Das ist gut. Kai Havertz. Auf diese Szenen haben wir ja alle gewartet. Das ist einfach eine seiner großen Stärken. Das kann er. Ein Riesenspieler. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen.
Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Iličić. Ballverlust. Brandt. Kai Havertz. Klostermann jetzt. Chance zur Flanke jetzt. Die Riesenchance für Müller. Er hat Tor Nummer 3. Unfassbar. Wahnsinn, seine Form. Der trifft nach Belieben. Tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. So, hier sehen wir es jetzt nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Die Flanke kommt und dann sehen wir diesen missglückten Volley. Er trifft den Ball nicht wirklich gut und er geht trotzdem rein. Glück gehabt. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Kai Havertz. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Sie haben das heute super gemacht, waren perfekt eingestellt und konnten diese Partie jederzeit dominieren.